Ihre Boobies haben Jiggle Physics. Das sorgt bestimmt dafür, dass dieses Video age-restricted wird. Willkommen zurück zur Let's Play Resident Evil 1, der Ich kann mich bewegen Remastered Toll Edition. Ja, wir sind jetzt, wir haben in der letzten Folge uns mit der Steuerung angefreundet, umgefreundet, sie verdreht und uns gesagt, boah, irgendwie ist doch nicht so eine schöne Beziehung. Und okay, das sind meine Dings. Das sind meine Fußstapfen, meine Fußspuren. Rüstungssymbol ist Salz, nicht wahr? Oder? Soll das eine Rüstung sein? Sieht nicht nach einer Rüstung aus, mehr nach einem Schild. Mein, habe ich schon mal irgendwo ein Schildwappen oder so gesehen? Tür ist verschlossen. Schwert. Okay, Schwert. Schwert brauchen wir nicht. Schwert haben wir nicht. Schwert wollen wir nicht. Ja, ganz ehrlich, die Kamera zusammen mit der Steuerung, die ist normalerweise mit diesen absoluten Tank-Controls. Ich glaube, da wäre ich nicht so schnell mit warm geworden. Wenn überhaupt. Von daher bin ich ganz ehrlich, ich bin froh, dass es diese Option hier gibt. Weil ich habe keine Probleme in Resident Evil 4 mit den Tank-Controls, aber da ist die Kamera auch halt anders angelehnt. Da funktioniert die Kamera ja komplett anders. Pistolenmagazin, oh yes. Oh yes, please. Kann ich das? Oh, das ist simple. Und ich merke jetzt, der andere Analogstick dreht mich. Okay. Du bist doch nicht ewig tot. Grünes Kraut, och. Ja, lecker. Dann liegt hier gleich noch ein zweites. Nehme ich auch mit. Wenn ich daran denke, dass Fleisch viel weniger hat. Kann ich die? Gemischte Kräuter. Natürlich aus der Schweiz. Sind das Handschellen? Some kinky shit right there. Was zum Teufel ist im Haus vorgefallen? Das würdest du gern wissen, wa? Großer Vogelkäfig, da liegt ein toter Rabe. Just fancy. Das sind meine eigenen Fußspuren, Alter. Ja, ja, schon wieder meine eigenen Schritte und freak out dabei. Aber ich glaube, wer mit dieser Steuerung groß geworden ist, der hat um einiges mehr Spaß. Also mit diesen normal... Ist das ein Bild von einem fetten Kerl? Ich lasse mich einfach zu leicht ablenken, ich merke das schon. Sorry dafür. Oh. Wo? Hier wahrscheinlich. Oh mein Gott, mein rechtes Auge fühlt sich echt violated. I don't like you. Just in case. Alter, ihr könnt aber auch mal aufhören, immer direkt an einem zu knabbern. Ich muss echt anfangen, früher wegzugehen. Das ist... Alter. Jetzt halt die Fratze. Was sagt mein Status ist Warnung. Das ist nicht gesund. Jetzt ist Status gesandt. Bist du jetzt tot? Hältst du jetzt die Fratze? Danke. Oh, schau mal einer, guck. Ein goldener Pfeil. Da haben wir doch bestimmt was für. Magazin mitnehmen. Oh ja, bitte. Bitte, ja. Alter, was ist das hier für eine abgefuckte Artgalerie? Oh, ich hab's aufgeschlossen. Jetzt bin ich ja wieder im ersten Stock. Das heißt... Es ist nahe der Main Hall. Gar nicht so doof. Oh, was haben wir denn hier? Yes! Ich weiß, da ist einer. Ich hab den gehört, aber I don't give a flying fuck right now. Okay. Mit dem goldenen Pfeil, warte mal. Damit können wir doch, ne? Damit können wir doch Dinge erledigen, die wir vorher nicht erledigen konnten.
Geheimer Weg, hinfort! No way! Das Schlimme ist, ich höre dieses Flattern von diesen Motten da. Und kriege instant Resi 4 Flashbacks. Grab mit einem Bild eines Engels. Es ist eine Einkerbung vor meiner Pfeilspitze. Does that work? Passt so nicht in die Einbuchung. Kann ich damit irgendwas prüfen? Ich müsste irgendwie den restlichen Ranz davon entfernen, ne? Beispiel sieht aus, als können wir sie abnehmen. Ach ja, Mensch! Was macht das? Ach, schau mal, na guck, das ist ja... Okay. Na, das funktioniert doch schon viel eher. Oh well, fucking dandy, right? Das ist ja... Ja, hier will ich definitiv rein. Ohne Barry. Barry, wo bist du? Barry? Ich will hier nicht allein sein. Mit Löchern ausgestellt von Augen, Nase und Mund. Okay. Ja, geil. Als hätte ich mit Vampiren auch noch, ne? Das Buch der Verfluchung? Damit wurde Dracula hier offenbar festgehalten. Ich habe ja mit Zombies noch nicht genug Probleme, ne? Wir brauchen doch noch fucking Dracula. Prüfen. Ach, schau mal einer, guck! Burak ist ein Schlüssel eingebettet. Entfernen? Gib mir den. Ein Hausschlüssel. Buch der Verfluchung. Haben wir jetzt wirklich Zeit, sowas zu lesen? Okay. Die vier Masken. Eins, die nichts Böses sagt. Eine, die nichts Böses riecht. Eine, die nichts Böses sieht. Eine, die nichts Böses sagt. Riecht oder sieht. Wenn alle vier ihren Platz finden, erwacht die Macht des Bösen. Ja, Mensch. Das, wie gesagt, ich habe ja mit Dracula, ne, Dracula brauchen wir auch noch. Wir haben ja nicht mit Zombies genug Probleme. Es reicht, wenn wir, wenn Dracula auch noch dazu nervt. Fucking, Graf Monte Cristo, nee. Graf Krolok, ne. Der kommt hier gleich an, beißt irgendwie eine jungfräuliche Frau und auf einmal ist ganz Europa von Vampiren befreien. Solche Probleme haben wir dann auf einmal. Ay, caramba. Ay, caramba, muchachos. Gut, wir haben einen Hausschlüssel. Die Frage ist, wo schieben wir uns den jetzt rein? Wo schieben wir uns diesen Schlüssel jetzt rein? Prüfen, zeig mal her. Ah, schau mal, na guck, ein Schwert. My sword. Okay, gut, da weiß ich doch, wo wir damit hin müssen. Das habe ich doch schon mal gehabt, so ein Ding. Ja, da hat Ho sogar recht. Resident Evil, DMC? Oder, what? Nee, warte. DMC basiert auf einem Resident Evil Prototypen. So war das. Das ist so ganz fancy, wenn man mal drüber nachdenkt. Squee! Na, Fuckface? Immer noch da? Sehr schön. Mir ist zwar immer noch ein Rätsel, wie du erst hierhin gekommen bist und dann bei Barry aufgestanden bist, aber... Ja, Mensch, also ich will ja nichts hinterfragen, ne? Ach, Rüstung, fuck. Schwert war hier vorne. Sword! My sword! Das sieht zwar aus wie ein Keller und ich will definitiv nicht in den Keller, aber... mein Schlüssel für Haus verwendet. Oh, geil. Barry! Barry, wo bist du? Will nicht allein durch die... Gegend. Ich will hier nicht sein. Das sieht aus wie ein ekelhafter... Ew. Next level, ew. Ein Haufen Gewürze sind noch nie gesehen habe. Ja, ich habe auch noch nie Gewürze für Menschenfleisch gesehen. Ein Stück Fleisch unbekannten Ursprungs. Sicher, ich sehe da eher einen Schraubenzieher. Und einen Dolch.
Ah, geht doch. Le Dolch. Und Le Munition. Le Munition. Ein Teller wimmelt es von Maden. Disgusting. Wie viele Kühlschränke haben die hier? Ich weiß, es ist eine Villa, aber... Ich trau dir nicht. Ich trau dir nicht. Okay. Offenbar bist du cool und magst einfach diese Fötungsstellung. Okay. Strom ist nicht eingeschaltet. Well, isn't this dandy? Ich brauche also erstmal Saft. Gut, das heißt... Sieht jetzt nicht aus, als ob hier noch irgendwas... Was sagt die Karte? Nee, nur den... What? Ah ja, die Tür ist ja von der anderen Seite verschlossen. Ja, da kommen wir also nicht durch. Da können wir uns also erstmal... What the fuck? Wieso begegne ich jedem Zombie so? Nur mal so nebenbei. Es ist wirklich jeder. Pissbirne! Geh mir nicht auf den Keks! Halt den Schnabel. Nur um sicher zu gehen. Yup, he dead. Okay. Die Nudelbirne ist, dead. Um genau zu sein, gib mir das Ding wieder. Ich fühle mich sicherer dann. Oh, Johnny. Vor allem, wo kam der jetzt schon wieder her? Wo kam der John Boy jetzt schon wieder her? Und Barry, wo zur Hölle bist du? Ach ja, stimmt. Barry. Ich bin immer noch allein und verlassen hier. Ich habe langsam auch wirklich den Sack dicht, immer alleine und verlassen zu sein, Barry. Wir haben immer noch dieses... Warte mal. Wir haben ja immer noch dieses Wappen hier, dieses Symbol. Ach, bitte Kippe. Nee, da ist aber nichts. Wird schon irgendwann seinen Sinn haben, I guess. Vielleicht können wir es denn ja irgendwann irgendwo anders reindrücken. Eigentlich gibt es hier Fleisch wieder, aber die Kampagne machen wir, wenn wir mit Jill durch sind. Frage ist nur, wo hängt unser Barrymeister ab? Wo chillt der rum? Barry sucht sich ein Sandwich. So, wenn die Küche so aussieht... Will ich aus der Küche kein Sandwich? Ja, das war hier. Ah, stimmt, hier war ja auch. Stimmt, hier war ja auch ein Schwert, Schwertschlüssel. Verschiedene Skulpturen und Töpfer waren. Immer diese Töpfer. Was war das? What do you want from me? Ist richtig Gewitter. Okay. Okay. Hab's begriffen. Gewitter böse. Einfach. Okay. Och, ein Jill-Sandwich? Ich meine, Booby Physics. I mean, muss man mehr dazu sagen? Ich habe den Dietrich verwendet. Yay! Ich bin schön, dass sie das Ding damit wirklich fast jede Tür geknackt kriegt, außer die sie nicht geknackt kriegt. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ah. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr hier nicht rüberspringen könnt. Chemikalie. Ja, Mensch! Ich hab hier so ein paar grüne Kräuter gefunden. I can go high for days.
Es ist noch Kerosin da. Es ist noch Kerosin da. Was ist das denn jetzt hier? Wozu brauche ich Chemikalie? Vernichtung von Pflanzen. Aha. Aha, that's my shit. Jetzt habe ich hier nur, ne? Ja, ihr kommt hier nicht rein. Ihr kommt hier nicht rein. Ihr habt keine Macht hier. Ja, Mensch, das ist ja schön. Die Frage ist jetzt nur, jetzt bin ich voll. Und mit was Kerosin angeht, hat man mich gewarnt. I should use this. Das Problem ist, ich habe keinen Platz mehr. Aber gut, wir merken uns mal diesen super Kräuterweg. Ich meine, wie viel lag da rum? Noch 4 oder 5 Mal Kräuter? Naja, immerhin läuft hier der Ventilator. Wasser funktioniert anscheinend noch. Und irgendwer voller Schmutzwasser. Stöpsel ziehen! Ja, zieh den Stöpsel! Komm da mal raus, du kriegst da ganz schrumpelige Finger! Wasch dir mal den Mund! Ist ja ekelhaft! Steh doch dann! Oder tritt einfach drauf, okay? Lange nicht mehr benutzt worden. Außer jetzt gerade offenbar. Ich nehme auch gerne noch einen Dolch mit. What? Was war das? Was, er funktioniert noch? Okay, aber sonst war hier nichts. Scheint so. Das scheint mir fast so. Blech. Moment, wo bin ich jetzt? Warte mal. Ist das derselbe Gang oder ist das... Ach so, das ist von der... Wait a minute. Ey, die Kameraperspektive verwirrt mich gern mal, also... Ah, oh, falscher Weg. Falscher Weg! Ist hier irgendwas? Nö, sieht nicht danach aus. Ist ein Bild, ist offenbar auch nicht sonderlich von großer Interesse. Okay, das hier ist eine Tür. Und da gab es allein noch einen anderen Weg. Gucken wir mal da. Gucken wir mal hier. Was zur Hölle ist das für ein Raum? What the fuck? What the fuck, Mike? Du rennst hier rum und hast solche... egal, wem diese Bude gehört, ne? Also... echt merkwürdigen Geschmack. Aha. Scheint etwas gebrannt zu haben. Strenger Geruch hängt in der Luft. Sorry, das war ich. Staffeleien und Bronzestatuen. Hier ist nichts Interessantes. Außer das Farbbändchen! Yeah! 5 Mal... That's a shotgun. Ich kann nicht mehr ertragen. Ich hasse es, wenn man mir das sagt. Es ist aber eine Shotgun. Ich will die Shotgun. Weiß, ich renne mit 10.000 Dolchen rum, aber eine Shotgun ist dann auf einmal zu viel verlangt, you know? Kann ich Sachen nicht ablegen oder so? Man meinte zu mir, ich kann Sachen ablegen. But how? Ich kann sie prüfen und kombinieren mit Zeug. Ja, das wäre retarded an sich. Warum ich das versucht habe, ist mir eigentlich ein Rätsel. Das Ding schleppe ich auch die ganze Zeit mit mir rum. Ja, eigentlich eine gute Idee. Schluck das Gras und nimm die Schrotflinte. Also eigentlich, Shadow Flash, das ist ein sehr guter Punkt eigentlich, yes. Brauchen Sie jetzt nicht. Nee, wirklich. Ich brauche wirklich keinen Unkrautvernichter gerade.
Kann mein Lockpick überprüfen? Okay. Ich kann ihn sogar mit was kombinieren. Das ist noch interessanter. Ja gut, ich werde mir zum nächsten Part mal einfallen lassen, wie wir das Ganze hier angehen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Bye.